Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja gut, vielleicht sollten wir mal die Bomben benutzen, die wir haben. Da war ich gerade kurz davor. Die scheinen nicht viel abzukriegen mit den... Genau mit den Dingern. Wir fahren jetzt weg von hier! Oh shit. Verdammt. Können wir den ausschalten? Wait, wir haben hier oben das Gerät. Vielleicht bin ich tot, verdammt. Was machen wir gegen die? Ich würde jetzt sagen, ins Auge schießen oder so. Das Auto können wir natürlich vorher nicht ausschalten. Bin ich denn blöd? Die Dinger sind schon sehr gut, aber... Festhalten! Wir fahren jetzt weg von hier! Das ist wirklich ausschalten, tun die auch nicht. Schaltet man die Roboter aus. Irgendeine Schwachstelle. Scheinbar kann ich den schon Sachen unterschießen. Treffen würden.
passiert nicht wirklich viel. Schießt schon mit einem, was ich habe. Aber alles, was ich habe, ist nicht besonders viel. Vielleicht kommen die hier nicht rein. Munition, Heilung, Munition. Tja. Ist er down? Scheint so. Rein jetzt! Wir verpassen den Zug! Ich will noch ein bisschen looten hier. Gute Rüstung ist nichts, was man unterschätzen sollte. Ein Kofferraum. Okay. Den Abschnitt wir beide standen in einem Zug nach Berlin. Jetzt geht's nach Berlin, na sehr geil. Jetzt Kaffee. Ich glaube, für die Maschine lässt sich nicht stoppen. Tassen Kaffee. Wohl eher Motoröl, so wie es ausschaut. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Ich hole mir nur einen Kaffee. Einfach zurück zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Wo ist das Abteil? Sorry, ich habe den Kaffee. Ich möchte mal. Dieser Ausgang ist gesperrt. Okay, sorry. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Er ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Auf Ihren Tisch. Ich kann Sie erst durchlassen, wenn Sie getan haben, worum Sie Frau Oberstleutnant Engel gebeten haben. Okay, okay, okay. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Scheiße. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. So viel zu Augenkontakt vermeiden. Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Ach du Scheiße. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte mich gerne entschuldigen, aber ich habe... Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden.
Natürlich, okay. Madame. Dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Also, I, Madame. Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Natürlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Natürlich. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Blume, Schmetterling. Verdammt, dumme würde ich sagen. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Oberstleutnant. Ja, das werden wir bald wissen. Ich mache dumme. Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. So, ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Mit Abscheu. Ah, shit. Ich wusste, das war falsch. Ich sage Ihnen etwas. Wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts! Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Du etwa nicht. Ja. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, in Teil wartet eine hübsche Dame auf ihn. Ach gut. Lass gut sein. Ich würde gern gehen jetzt. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Waffe parat. Das ist zu ruhig hier. Hier rein. Ich hab Kaffee. Stich den Kaffee ab. William. Ja. Neue Kalksteinvorkommen in Kroatien entdeckt. Ja, sehr schön. Der Kaffee. William. Ja. Ist der für mich? Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Manchmal Zerstörung. Leid. Und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Guten Morgen, verehrte Zugreisende. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort
Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. Ich weiß, wo wir hin müssen, wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel, nah bei der Zentrale der Geheimpolizei. Jeder kennt sie. Die Zentrale der Geheimpolizei ist hier in Berlin berüchtigt. Dorthin bringen sie Gefangene zum Verhör. Foltern sie. Dann bringen sie sie zurück nach Eisenwald. Dann wollen wir hin? Wenn sie noch leben. Irgendwas geht da vor sich. Ein Gefangenentransport. Komm schnell! Ich würde noch mal gucken, ob ich hier nur einen Häftling vom Panzerhund gefressen. Ja, sehr schön. William! Habe ich Munition oder so? Natürlich nicht. Eine Waffe oder so. Du musst irgendwie auf das Dach des Transporters gelangen. Wenn du dort unentdeckt bleibst, kannst du bis ins Gefängnis von Eisenwald mitfahren. Ich gehe nach unten und lenke die Wache ab. Okay, unbemerkt, oh weia. Ob das mal was wird. Berlin. Steht fest. Diesem Kerl fehlt es nicht an Eitelkeit. Okay. Sneaky. Sind wir jetzt über Dächer oder was? Natürlich. Alles ganz sneaky. Schweiges Spielzeug. Ohne Batterie wertlos. Okay, hier ist niemand. Kommen wir jetzt hier raus. Die kann sie nicht ewig abhalten. Fenster zerstören würde sofort Lärm bringen. Hier gibt es auch nicht wirklich einen Ausgang. Das zerstören macht Lärm wie nix. Das würde ich vermeiden, wenn möglich. Kann ich irgendwo unten durchrutschen oder bin ich da irgendwie lang? Laserschneider. Muss neu aufgeladen werden.
Hat ja sehr gut geklappt. Irgendwas neu aufmachen. Tja. Achso, ich muss hier unten ein bisschen warten, bis es sich wieder auflädt. Tja. Das kann ja dauern. Eine Aufladung für die Batterie. Das sind wirklich Stunden beschäftigt, bis wir hier was durchschneiden. Dann müssen wir das jetzt wirklich. Wir haben doch hier bestimmt Zeitdruck. Ich kann die dann draußen nicht stundenlang abhalten. Ach so, hier. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Das ist eine schwere Arbeit. Ihr habt eure Schutzbrillen mit. Ach so. Muss man gar nicht so lange auf einer Stelle schneiden. Ach, sag das doch gleich. So, penisförmiges Loch eingeschnitzt. So muss das. Die Zeit muss sein.
Hat jetzt nicht so viel gebracht. Das ist eine schöne Zeit. Okay, ich habe das Gefühl, da müssen wir lang. Goldene Rahmen gefunden. Ich bin hier der Handwerker. Ich schneide hier erstmal Sachen aus. War das nochmal sprinten? Oha, da ist jemand drin. Muss von hinten. Ach du Scheiße. Wenn der Alarm steckt, bin ich am Arsch. Verdammt. Ich komme nicht mehr raus. Alles klar? Komm her! Ich mach dich platt! Verdammt! Ich hoffe, die haben keinen Alarm geschlagen.